Ja, genau das habe ich befürchtet. Das Spiel kennt mich schon. Und es hasst mich, wie es aussieht. Sicher wieder nicht schwer, nein, sieht doch gar nicht schwer aus. Ach, das Zeug verschwindet einfach, okay, verstehe. Was? Ach ey. Mario, spring bitte, wenn du springen sollst. So, okay, das Zeug verschwindet. Okay. Nein! Alter, das war jetzt knapp. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese lustige Drehung jetzt gemacht habe. Das Zeug verschwindet natürlich alles. Ja. Moment. Nein! Ich hätte springen sollen, dann wäre es sich das super ausgegangen. Aber naja. Oh, bin ich gestorben? Oh, das ist aber schade. Ich bräuchte hier Leben. Angst? Ja, genau. So. Also ich müsste eigentlich keine Angst haben. Hopp. Das geht sich alles super aus. Okay, ich muss hier nur rüber. Ja, schneller. Wow. Boah, das war knapp, aber gut. Huch, was? Moment. Brauch ein Leben. Ist hier irgendwo ein Leben drin? Münze, danke. Weitere Münze, oder? Nee, ein Leben, wunderbar. Das Leben, das ist wichtig, das brauchen wir. So. Gut, dann gucken wir mal, wie das jetzt so ist. Das sind Trampolinkissen, das ist schön. Das gefällt mir natürlich ganz besser, weil ich liebe Trampolinkissen. Vor allem hier mit so toller Sprung-Engine. Bei Super Mario Sunshine ist ja die Sprung-Engine phänomenal gut für einen Jump'n'Run. Sowieso habe ich das Gefühl, dass das ganz knapp wird. Ja, das wird ganz knapp. So, 2, 3, 4. Zack. Und Sprung. Hui. Hui. Und wir müssen hier Bauchsliding machen. Ach hey, das wird interessant. Das wird interessant. Wow. Okay. Ja, frag mich jetzt bitte nicht, was ich gemacht habe. Ich dachte mir, wenn das verschwunden ist, dann dauert es nicht lange und es kommt wieder. Aber wie es aussieht, ist das nicht so. Okay. Na egal, wir haben Leben gesammelt, also halb so viel alles. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen schneller. Ich trau mich nicht. Nein. So, und, nö. So. Sag mal, bin ich jetzt blöd, oder? Hä? Ich raff's gerade überhaupt nicht mehr. So ging's, ne? Ja. Okay, wenn das erscheint, dann... Plopp. Und rüber. Darüber. Wieso geht sich das jetzt nicht mehr aus? Das war jetzt merkwürdig. Das war jetzt echt merkwürdig. Das ging sich doch vorhin alles schön aus und jetzt auf einmal... komisches Spiel. Ich muss aufpassen, weil ich habe nämlich noch ein Leben. Das geht sich auch nicht mehr aus. Hä? Wieso? Wieso geht's? Was ist hier los auf einmal? Sag mal. Ah, die haben einen verschiedenen Timer, okay. Manche gehen schneller weg und manche gehen langsamer weg. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Nein, stopp. Okay, so, wir gehen hier rüber. Ja gut, wir gehen wieder rüber da. Komisches Spiel, ich verstehe es nicht. So, und hopp. Gut, Gott sei Dank. Sobald wir hier sind, ist alles im Lot, ja. Wir brauchen nur das Leben, die Münzen, auf die können wir verzichten auch. Ach, das ist schön, hier haben wir Yoshi-Story-Hintergrund. Und, ja, das Springen, wie gesagt, ist manchmal bei diesem Jump'n'Run nicht so ideal gelöst. Aber ist ja ein Jump'n'Run, da muss das Springen nicht gut gelöst sein. Genau, man sieht, grandiose Sprungphysik. Also das ist echt, also auf diesen Trampolinen springen, das ist echt schlimmer als... Das ist echt schlimm. Hallo? Hoch? Okay. Nein. Hoch? Hoch? Ich bin einfach zu Galaxy verwöhnt. Das ist das Problem. Weil in Galaxy ist die Steuerung einfach viel cooler. Ja. Wahrscheinlich sollte ich nur nicht auf dem Sprungknopf oben bleiben. Was macht er jetzt auf einmal? Ein Propellersprung? Okay, ja, warum auch nicht, lieber Mario? Alter, ich werde ja wohl nicht hier bei solch Trampolinen scheitern. So, okay. Gut, wir warten ab. Weil wir warten wirklich, wir müssen warten, bis das da hinten dann weg ist. Okay, so, und hopp. Genau. Und
hier Bauchrutsch-Engine, dann ist es ganz gut. So, und das erscheint dann auch wahrscheinlich genau dann, wenn... Also jetzt noch nicht, sondern erst, wenn es da hinten wieder weg ist. Zack. Zack. Und jetzt. Komm. Ja, wunderbar. So gefällt mir das ganz gut. So, und jetzt sind wir noch. Bauchrutsch. Yay. So, und da müssen wir aufpassen, weil da müssen wir auf jeden Fall so springen. Ja, und hey, so einfach geht's. Gott sei Dank. Puh. Ja, ich hatte ja schon Schlimmes befürchtet, aber wir haben es eigentlich dafür ganz gut gemeistert. Ja, doch wohl. Ich klopfe mir... Man hat es vielleicht gehört, ich habe mir jetzt selber auf die Schultern geklopft. Naja, gut, komm, egal. Ja, Piazza Delfino, ich weiß, dass da ein toller, bunter Strahl in den Himmel ragt. Ist mir aber erstmal egal, weil ich will ja nochmal rein. Hey, weil Vergnügungspark ist ja voll spaßig. Ja. Tropische Stimmung vor der Win. Rote Dukaten im Piratenschiff. Oh, ah, interessant. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ach, hey. Nein, bitte nicht. Doch, natürlich. Hey, ho! Juhu! Gut, okay. Also, wir betreten im Vergnügen. Oh, achso, da geht's wirklich so rein. Das ist ja interessant. Okay. Ja, ich sehe eine rote Münze. Ach, hey, das wird wahrscheinlich jetzt der riesengroße Spaß schlechthin. Spaß meine ich natürlich nicht Spaß. Ach, guck mal, voll das Karussell und so. Ja, komm. Moment, wir sehen uns um. Ach, eine Schmiererei. Die holen wir natürlich... Oh, Moment. Die putzen wir natürlich gleich runter. Ka-ching. Sehr schön. Gut. Eine blaue Münze ist besser als nix. So, und wo ist jetzt? Hier sind... Ach, hier ist das Piratenschiff. Ach, schön. Ja, ich sehe schon richtig Spaß, Spannung und Schokolade. Wow. Ich wusste es, dass das definitiv kein Spaß wird. Naja. War zu erwarten, man darf sich nicht beschweren. So. Jetzt gucken wir uns mal das Bewegungsmuster dieser Dinger an. Die gehen immer so hoch nach oben, oder? Drehen sie... Nee, immer gehen die nicht so hoch nach oben. Ich muss mal gucken, wo sind hier eigentlich Münzen? Da ist einer? Das sind ja gar nicht viel. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Musst du so hoch schwingen? Hui! Achso, und jetzt macht sie einen Überschlag, oder wie? Das scheint so. Geh weg da. Nein? Hallo? Achso. Ih, da ist ein Nektar. Achso, das ist eine... Ah, das ist eine Birne. Okay. Ich frage mich jetzt nur eins, wo sollen hier 8 rote Münzen sein? Ich habe erst 3 gefunden. Moment. Ja, das war jetzt ja blöd. Das war jetzt ja etwas blöd. Aber wahrscheinlich sind die 8 roten Münzen nicht nur auf dem Schiff, sondern die sind wahrscheinlich im ganzen Park verteilt, vermutlich mal. Oder? Würde ja logisch erscheinen. Ja, aber dann würde es nicht 8 rote Dukaten am Piratenschiff heißen. Was sprichst du eigentlich? Das Schiff benötigt 3 Anläufe, bis es sich überschlägt. Ah, okay. Anlauf Nummer 1. Anlauf Nummer 2. Okay. Hui. Wow. Und Anlauf Nummer... Oder? Oder hat sie sich jetzt... Achso, nee, das hat sich schon überschlagen. Okay. Jetzt beruhigt er sich wieder. Anlauf Nummer 1. Ich muss darüber, es hilft alles nichts. So. Gut. So, und jetzt haben wir hier wahrscheinlich noch Dinger, oder? Nein, nicht runter. Ja, das war jetzt irgendwie blöd, ne? Okay, aber da oben sind zumindest, ich sehe, da oben sind zumindest Gitter. Also sind zumindest rote Münzen. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich in die... wo kann ich in die Klettergitter einsteigen? Das ist jetzt die gute Frage. Ich meine, ich könnte über die Schiffe gehen. Ja, doch. Oh. Die Frage ist, will ich das? Weil auf den Schiffen selber haben wir es jetzt ja schon geholt.
Also da ist, wie es aussieht, nichts mehr. Aber der Pfeil zeigt auch hier. Komm, ich will über die Schiffe drüber. Und dann auf das... Ach so, darüber. Okay, verstehe schon. Das war jetzt blöd. Nö. Wäre gut gewesen, aber haben sich leider gerade überschlagen. Oh nein, die Ereignisse überschlagen sich. Oh mein Gott. Moment. Ich sehe das ganz genau. Hopp. Hopp. Na, geht sich das aus? Geht sich das aus? Nee. Braucht dann Wandsprung. Aber wie soll ich... Na? Ah, das würde sich ganz genau aus... Ich muss nur vorsichtig sein. So, genau unter den Schatten schwimmen. Moment. Genau, nämlich genau unter den Schatten. Voll genau unter dem Schatten. Alter, das muss sich ja wohl ausgehen, oder? Oder bräuchte ich da die Raketendüse? Ich frage mich, ob es hier irgendwo die Raketendüse gibt. Mit der kann ich ja definitiv nicht aus dem Wasser raus. Nee, komm, das muss gehen. Na, Fragezeichen? Ich will das Fragezeichen haben. Komm. Alter. Oder doch, Wandsprung? Nein, Wandsprung geht ja auch nicht. Also Wandsprung geht definitiv nicht, wenn ich aus dem Wasser rauskomme. Ja doch, ha, funktioniert, cool. Ah, ich bin so gut. Sorry. Ja, hab mich gerade kurz gefreut. Okay. Also nochmal über die Schiffe drüber. Gut, das war jetzt die Überschlagrunde, wie es aussieht. Hey, juhu. Und da warten wir nur, bis sie kurz wieder abklingen. Die Bötchen, ne? Süße Bötchen. Mal rüber einmal. Wow, und nochmal rüber. Das ist so okay. Und auf das Gitter. Sag jetzt nicht, dass ich mich da nicht festhalten kann. Boah, das wäre es jetzt gewesen. Moment. Und runter da. Hui. Runter und nochmal runter. So. Wow, Moment. Ich habe Angst. Kann ich bei dem Ding vorbei, ohne dass mich das... Glaube ja nicht, oder? Nö, eher nicht. Okay. Ich sollte vielleicht doch eher... Hältst du dich da fest? Festhalten, bitte. Danke. Sollte vielleicht doch eher erst... Mario, was machst du manchmal? Also manchmal machst du mir echt Sorgen, Freund. So. Genau. Und du da? Nein! Boah. Und ich würde mal sagen, wenn ich jetzt diesen da mache... Genau. Dann ist das Problem ganz schnell gelöst, ne? Wunderbar, so gefällt mir das. So, durch da. Dann holen wir uns zuerst mal diese Münzen. Und dann... Gehen wir da wieder hoch. So, und dann schauen wir, dass wir da hochkommen. Ja, das läuft eh ganz gut. Die blaue holen wir uns natürlich auch noch. Cool. Jetzt aber, ne? Jetzt geht's voran. So, da können wir seitlich raus. Mario, jetzt tob dich nicht so extrem aus. So, dadurch. Nicht abspringen. Ich verdrück mich dauernd. Durch hier. So, und hoch. Hopp. Sehr cool. So, haben wir Münze. Was? Was? Achso. Aha, okay. Moment. Das schaffen wir. Obwohl, ich will da eigentlich nicht runterfallen. Schaffen wir das? Gut, also wir müssten irgendwann mal irgendwie da hochkommen. Das werden wir zwar nie schaffen, aber naja, komm. Irgendwann werden wir es wohl schaffen. Was? Wieso ist er jetzt... Mario. Manchmal machst du mich schon etwas leicht nervös, ne? Naja, gut, aber wir haben schon 6 von 8 roten Münzen. Also so schlimm ist das gar nicht. Ich muss nur noch einmal über die Bötchen drüber. Auf das schöne Klettergitter. Weil ich glaube, dass ich da nicht mal über die Boote drüber müsste. Das war jetzt unklug, oder? Geht noch. Das ist okay. So, jetzt ist natürlich blöd. Hui! Ja, ich wusste es. So, jetzt probieren wir einfach einen anderen Weg auf diese Gitter hoch. Es kann ja nicht sein, dass das der einzige Weg ist. Ich glaube das nicht. Vielleicht können wir hier einfach hier mit tollen Wandsprüngen irgendwelche Wunder vollbringen. Oder können wir hier? Na, hier vielleicht? Oder da? Oder dort? Oder... So, genau, das meinte ich. Und jetzt halte dich ja... Ja, Mario, du weißt, was du tun musst, um mich glücklich zu machen, ne, Freund?
Du bist wirklich, du bist mir ein toller Freund, Mario. Du bist wirklich super. So, hoch da. Genau. Das war jetzt voll klug. Ich würde doch eigentlich nur lieben gerne einen Seitwärtssalto machen. Nicht dein Ernst, oder? Ernsthaft? Ach, hey. So. Da hoch, ne? Hallo? Alter, mach ein Rückwärtssalto. Ja, gut. Nö, ich ärgere mich gar nicht über das Spiel. Nicht im geringsten, ist ein tolles Spiel. Wirklich voll toll und so. So, genau das wollte ich. Wunderbar. So, gibt schon nichts mehr zu beschweren. Das darf ich so nicht machen. Ah, ich kann hier nach oben schlagen. Kurz wissen. Zack. Oh, armes Vieh. Oh, armes Vieh. Oh, armes Vieh. Und wahrscheinlich ist da jetzt an der Oberseite die... Genau, ich wusste es. Da ist die letzte rote Münze. Ist aber kein Problem. Wir klettern da jetzt wieder nach unten. Hopp, 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 hopp. Gut. Genau, und hier. Und da und überhaupt. Hoch da. Super. Gut, und das bedeutet die letzte rote Münze und der Stern. Also die Insignie. Wie auch immer. Ihr wisst schon, ne? Das Teil halt, ne? So, das Teil einsammeln. Yehi, bravissimo! Vor allem bravissimo. Naja, ist ja. Ich sag nichts mehr. Gut, auf ein neues weiter wieder mal rein hier in diesen tollen Abenteuerpark. Es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Hui! Juhu! Wee! Aber ich muss sagen, das Level macht schon ein bisschen mehr Spaß als die anderen bis jetzt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Der Untergang der Sonnenblumen. Nein! Die armen Sonnenblumen, oh mein Gott! Nein, was passiert? Oh nein, was passiert hier? Was ist hier los? Hallo? Ich dachte nicht, dass Yoshis böse sind. So viel steht fest. Wie, Yoshis sind ja wohl nicht böse, oder? Was sagst du? Ach, guck mal, das Baby und ich möchten die Sonnenblumen betrachten. Doch, Yoshis sind los. Das ist interessant. Was? Yoshi-Eier und die Sonnenblumen sind verdorrt? Was sagst du da? Dieses Ei ist erst vor kurzem am Strand geschlüpft. Was? Moment. Katsching! Was? Ah, okay. Hallo, Kamera. Oh, das ist definitiv kein Yoshi. Achso, ich dachte, ich kann mit dem reden. War wohl... falsche Meinung. Moment. Ah ja. Und zack. Flatsch. Ach, wie süß. Wow. Ach, wie süß. Da entstehen einfach ganz viele Sonnenblumen. War voll süß. Voll schön und so. Ja, die Münzen sammle ich alle nicht. Kann sein. Ein Poki ist auch da. Genau. Wie ist denn Poki? Hallo? Was machst du da, Poki? Ja gut, komm, lass mal den Poki einfach mal Poki sein. Ah, okay, man kann hier Münzen rausgießen. Das ist prinzipiell gut zu wissen. Nee, das ist keine Münze, das ist irgendein anderes Ding. Moment. Was ist das? Ja? Was ist das bitte? Eine blaue Münze. Okay, hat nur Ewigkeiten gedauert. Nein, ich wollte eigentlich speichern, aber ja. Gut, das mit dem Poki, das funktioniert nicht so wirklich. So, komm, wir gießen die restlichen Eier. Flutsch. Ja, der ist irgendwie böse auf mich, glaube ich. Komm her. Aha, spiel mit mir. Wow. Das machst du bitte nie wieder. Zack, das hast du davon. Ich will endlich diesen nervigen Poki. Das kann's ja nicht sein hier. Ich will endlich diesen nervigen Poki töten. So,
Komm, was ist jetzt? Ne? Na, endlich. Nerviger Pokey.